Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Herr Bürgermeister, Herr Landespolizeidirektor, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bilder vom 31. Oktober haben uns alle erschüttert, schockiert. Es sind Bilder, die man sich primär nicht erwartet hat, die man kennt aus Paris, aus Mauvaisung in einer noch viel schlimmeren Dimension, oder in Malmö, Sie alle kennen die anderen europäischen Städte, wo es mittlerweile diese Auseinandersetzungen auch mit der Polizei gibt, die auch von Migranten gesucht werden. Es ist eine ganz klare Folge einer verfehlten Migrationspolitik. Ich sage das hier so offen. Wir haben seit den 90er Jahren davor gewarnt. Es haben beinahe alle einen migrantischen Hintergrund. Und wenn man dann sagt, na, das sind Österreicher auch dabei, österreichische Staatsbürger, da müssen Sie das Staatsbürgerschaftsrecht kennen und die Voraussetzungen dazu, die müssen übrigens auch vollkommen überarbeitet werden. Das ist völlig unzeitgemäß, wie hier die Staatsbürgerschaft vollzogen wird. Ich bin zuständig für das Staatsbürgerschaftswesen, ist eine Bundesmaterie und deswegen weiß ich auch, wo hier anzusetzen ist. Die Bilder sind verstörend. Ich erinnere nur an die Bilder aus dem Jahr 2015, als Grenzbeamte versucht haben, illegale Migranten aufzuhalten. Sie kennen all diese Bilder des Jahres 2015. Das sind die Folgen. Wir leben in einem Land, wo jeder in die Schule gehen kann, jede Ausbildung begonnen werden kann. Wir haben Vollbeschäftigung, Herr Landeshauptmann hat es heute bereits erwähnt. Jeder ist auch seines eigenen Glückes Schmied in diesem Land. Das ist überhaupt nicht einzusehen, wie sich hier manche Individuen aufführen. Und das macht es auch nicht besser, dass dann andere Beispiele gebracht werden. Man sagt, ja, es gibt auch Fußball-Hooligans, es gibt andere Dinge, die wir in unserer Gesellschaft nicht haben, weil das macht es nicht besser. Überhaupt nicht. Und ich muss Ihnen hier schon klar und deutlich sagen, es ist jetzt an der Zeit, die Grenzen zu schließen. Die Grenzen zu schließen. Es darf keine illegale Migration mehr stattfinden. Wir sind hier einfach auch in einem Zug hier in Oberösterreich. Wir können das nicht ändern. Wir können es auch nicht aufhalten. Sie werden von den Bürgern an der Straße gefragt, was macht ihr eigentlich? Ich kann nur sagen, um das wieder mal zu wiederholen, das Boot ist voll. Und die Leute müssen hier alles auslöffeln. Und fragen Sie einmal Frauen, fragen Sie einmal Jugendliche, wie sie sich denn eigentlich wohlfühlen, wenn sie fortgehen am Abend. Das braucht man nicht schönreden, man muss das so sagen, wie es ist. Und bei all dem, was jetzt an rechtlicher Konsequenz gefordert wird, ja, da gibt es viele rechtliche Konsequenzen. Asylrecht aussetzen, die Europäischen Menschenrechtskonvention zu überdenken, austreten, Vorbehalt, die Pushbacks, die jetzt auch der VfGH untersagt hat, wenn ich da richtig informiert bin. Also es sind diese Zurückweisungen an den Grenzen von den Präsenzdienern. Jeder, der mal einen Präsenzdienst gemacht hat im Burgenland, der weiß, wie das grundsätzlich funktioniert, hat ja auch funktioniert. Der Staat muss sich selbst ernst nehmen, die Institutionen müssen sich ernst nehmen. Und es geht hier nicht nur darum, Härte zu zeigen in einem Rechtsstaat. Es geht vor allem auch darum, insgesamt Konsequenz zu zeigen, was die illegale Migration betrifft. Wir können das nicht stemmen, das funktioniert auch nicht, das können sich viele Utopisten wünschen, dass das funktioniert. Man hat es jetzt in der Realität gesehen. Man tut hier in diesem Land Oberösterreich sehr viel, was den Arbeitsmarkt betrifft, was die Möglichkeit nach der Arbeitsmarktintegration anbelangt, quer über Parteigrenzen hinweg, das sage ich auch gleich vorweg, und deswegen ist es noch umso unverständlicher, dass man hier sozusagen seinen Frust in dieser Art und Weise auslebt. Also das hat der Herr im Sicherheitsrat, der Herr Landespolizeidirektor auch gesagt, der Frust, der gegenüber der Polizei auch hier geäußert wird, gegen unserem Staat. Was für Frust? Ein Frust, dass ich in diesem Land, dass ich zu essen habe, dass ich eine Wohnung habe, dass ich eine Arbeit finden kann, dass ich in die Schule gehen kann, dass ich mein Leben hier aufbauen kann. Das ist doch völlig unverständlich. Und deswegen, Sie alle kennen meine politischen Aussagen dazu, Sie alle kennen die Presseaussendungen dazu, die muss man nicht wiederholen, aber es ist jedenfalls nicht mehr zu akzeptieren, auch was der Landeshauptmann gesagt hat, was die Europäische Union anbelangt, zweimal sind Außengrenzen zu durchschreiten, wenn man hier nach Österreich kommt, die erste Außengrenze
Griechenland. Dann geht es über den Westbalkan und über Kroatien dann nach Österreich, also zweimal die EU-Außengrenze, und die Leute landen dann bei uns. Und dann gibt es Zeltlager und alles Mögliche. Diese Akzeptanz ist von meiner Seite her nicht gegeben. Diese Akzeptanz ist beim Großteil der Bürger einfach nicht mehr gegeben. Unterhalten Sie sich mit den Menschen auch quer durch das politische Couleur. Dieses Versagen auf der Ebene der Europäischen Union ist einfach nicht mehr zu akzeptieren. Und wie gesagt, und ja, das Land muss das Ganze auslöffeln, die Kommunen müssen das Ganze auslöffeln, unsere Kinder und Kindeskinder müssen das auslöffeln, unsere Frauen müssen das auslöffeln. Das ist einfach nicht zu akzeptieren und es ist wirklich schockierend und man kann auch nicht zur Tagesordnung übergehen. Und dieses Bundesland darf auf keinen Fall irgendein Anziehungspunkt sein für diese Art der illegalen Migration, auch für diese Sozialzuwanderung sozusagen. Und deswegen haben wir ja auch im Rahmen unserer Möglichkeiten, selbst im Rahmen der europarechtlichen Möglichkeiten, hier die Konsequenzen in diesem Bundesland gezogen. Und ich bin auch froh darüber, dass ich Recht behalten habe, das Land Oberösterreich Recht behalten hat. Wir können auf der einen Seite nur hoffen, dass es so einen Vorfall nicht mehr gibt. Ich bin da aber eher sehr pessimistisch, wenn man in Gesamteuropa die Vorgänge betrachtet. Leider. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann.